Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit jedes Jahr rund 650 historische Mühlen ihre Türen. Der Deutsche Mühlentag ist zu einer schönen Tradition geworden, auch in Plankenhain. 1994 wurde der Aktionstag der Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung ins Leben gerufen. Und seitdem ist auch das Landwirtschaftsmuseum mit seiner Bockwindmühle mit dabei. Als wir gestern in Blankenhain eintrafen, waren die Aufbauarbeiten in vollem Gange. Bis zur Öffnung war noch Zeit und wir nutzten diese für ein Interview mit Falk Stier. Also seit 1994 findet der Deutsche Mühlentag statt und seitdem sind auch wir als Museum dabei vertreten. Wir haben heute zum Pfingstmontag unsere Bockwindmühle geöffnet. Diese steht allerdings noch nicht immer hier. Das heißt, die stammt ursprünglich aus Großenstein, das ist bei Ronneburg, wurde hierher umgesetzt. Und dahingehend ist die Mühle auch nur zum Pfingstmontag, also zum Deutschen Mühlentag geöffnet und eben im Bereich mit Sonderführung zugänglich. Ansonsten ist die Mühle geschlossen. Bevor der Ansturm begann, ließ uns Falk Stier einen Blick in das Innere der Bockwindmühle werfen. Also unsere Bockwindmühle ist ungefähr 300 Jahre alt und sie diente vorwiegend zum Mahlen von Getreide. Und hier oben sind wir eben dort, wo man das große Kammerrad sieht, worüber eben vorne über die Windflügel eben der Mahlstein angetrieben wurde, welcher sich hier unten drunter befindet. Das exakte Alter kann man nur schätzen. Unterlagen gibt es keine, aber es wurden Jahreszahlen im Gebälk gefunden. Und die Mühle war drehbar? Die Mühle ist einmal komplett drehbar, darum heißt die auch Bockwindmühle, weil die auf dem Bock einmal um 360 Grad gedreht werden kann. Hat was damit zu tun, einmal wegen der Windrichtung, weil man dreht die Mühle nach dem Wind oder eben aus dem Wind, wenn zu viel Sturm oder Wind kommt, dass die Mühle eben sicher steht und sich nicht auf einmal anfangen kann zu drehen. Das alles und noch viel mehr waren später dann Themen während der offiziellen Führungen. Wenn man die Mühle dreht, was passiert dann mit den Kindern? Bleiben die sitzen oder verschwinden die? Na, kannst mir niemand sagen. Also, dort ist der Sterz, da wird die Mühle gedreht. Die Kinder sitzen hier, dem passiert nichts Schlimmes. Könnte man jetzt machen, wenn wir 6 starke Männer, ein Pferd oder einen großen Dieselmotor hätten. Haben wir nicht. Was passiert mit den Kindern, wenn man den Sterz dreht? 6 starke Männer. Machen die mit. Die drehen sich mit, genau. Da staunten die Gäste nicht schlecht, nur einer nicht. Dieser Herr aus Elsterberg kannte sich bestens aus. Ursprünglich kommt er aus Mecklenburg. Er ist in einer Mühle groß geworden. Das war genauso eine Bockmühle wie hier. War super. Das war eben unser Brotverdienst. Wir haben die Nacht, der Vater hat tagsüber gemacht und in der Nacht hat er geschlafen. Und als Kinder mussten wir immer malen und schroten. Der hat uns das immer vorgegeben und da mussten wir das immer machen. War super. Und da kommen jetzt Erinnerungen auf? Ja, naja, wir machen das immer zum Mühlentag, machen wir sowas immer. Ne? Und wie gefällt es Ihnen hier? Ja, gut. Neben der Bockwindmühle befindet sich das Müllerhaus. Also das ist das Interessante, dass es hier sich halt um eine Sachgesamtheit handelt. Nämlich das, was wir hier haben, ist das originale Müllerhaus, was eben zu der Bockmühle dazugehört. Das wurde auch mit umgesetzt und da kann man wirklich schön erklären, dass hier drin tatsächlich der Müller gelebt hat, der in der Mühle nebenher gearbeitet hat. Ja, und da drin sieht man eben Wohnrauminszenierungen hat man einmal im Erdgeschoss, im Obergeschoss und im Dachgeschoss geht es nochmal um verschiedene Mühlentypen, welche mit verschiedenen Modellen erklärt werden. Mühle und Müllerhaus waren aber noch nicht alles. Die Mitarbeiter des Landwirtschaftsmuseums hatten ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Auch das ist Tradition. Also der Mühlentag ist immer ein großes Highlight bei uns und wir hatten im letzten Jahr ungefähr 1000 Besucher gehabt. Also er wird sehr gut angenommen. Wir haben ja zusätzlich zu unserer Bockwindmühle, welche umgesetzt wurde, noch eine Mühle, die ist in situ. Das heißt, die steht schon immer hier. Das ist nämlich unsere LPG-Schrotmühle. Das ist ein DDR-Funktionsbau und der ist heute ebenfalls zugänglich mit Führung. Auch die alte Dorfschule war zugänglich. Das war für Alt und Jung ein ganz besonderes Highlight. Sie kann übrigens für Veranstaltungen wie zum Beispiel Schuleinführungen oder Zeugnisausgaben genutzt werden. Im Museumsgelände konnte man einem Schmied bei der Arbeit zusehen. Günther Oertel war gerade dabei, Feuer zu machen, also drehten wir noch eine Runde durch das Museumsgelände. Die Kirche war ebenfalls geöffnet.
Hier probten die Schnaudertaler Musikanten für ihr Konzert am Nachmittag. Als nächste Veranstaltung steht nächsten Sonntag das Traktorentreffen an. Ja, das ist ein rundes Jubiläum, das ist nicht unser 30-jähriges Traktorentreffen bei uns im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenheim.